Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wollen wir nicht noch kurz einen Abstecher bei unseren Freunden vorbei machen? Sind wir direkt um die Ecke. Hallo Luit. Hallo Batat. Was hier gerade steht, auf jeden Fall ein Auto da. Freunde von da. Ach so, oben bei denen. Ja. Nee, scheiß mal gerade auf diesmal. Später, wenn da vielleicht auch welche da sind, reißen wir denen noch den Arsch mit auf. Hallo, was geht ab, Batat? Hallo Luit. Hallo Batat. Wo bist du? Am Casino. Wir kommen auch dahin zum Casino. Ach so, dann bis gleich. Dann bis stehen gleich. Wir uns, der Batat. Bis gleich. Tschö. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Hol mir Capri-Sonne, bra, ich find Safari lecker. Ich bin so ein richtig Blanker, ich misch Codein mit Fanta. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Warum bist du maskiert? Hübscher Schal. Minus 2 Grad, es ist kalt. Mhm. Stimmt. Jetzt hat er die Anzeige wieder rausgenommen. Wer? Ach, Baro hatte das Bürogebäude drin zur Vermietung, was sie jetzt schon verkauft hatten. Ja, vielleicht ist es vermietet. Luis, zeig mir mal, worüber wir gesprochen hatten mit Scheune-Gedöns. Eigen? Ja. Luis! Ja, Steinfeld hat schon ein paar von uns das gezeigt. Ja, aber ich kenn's nicht, dann zeigt ihr es mir. Das. Ach so! Weiß nicht, was ihr meint. Uns wurde doch der Besitz zugesprochen. Hier. Ach so, ja, stimmt. Das heißt, wir hätten, und die haben hier wohl irgendwas gefunden, wo man theoretisch einziehen kann. Und dadurch, dass uns der ganze Besitz hier zugesprochen worden ist, mit Ausnahme des Parkplatzes. Der aber jetzt, glaube ich, doch wieder zu uns geschrieben wird. Also, da gesprochen. Also, wenn ich euer Ernst, also hübsch ist aber. Also. Das sind Pferdestelle, ihr Heinis. Warum, ihr Heinis? Steinfeld gemeint. Hat das vorgeschlagen. Hier oben, wenn man die Treppe, glaube ich, hochgeht. Genau, da sind halt nur so kleine. Ja, aber das sind Einzimmerbutzen, ne? Deswegen ziehen wir in den Kreisel. Casino Security, / Zellenwärter. Also ich meine, das da unten finde ich halt schon ganz geil, ne? Wir machen halt unser eigenes Gefängnis hier, aber... Ja, Steinfeld hat durchgezählt, müssten so um die 50 Stück sein. Ein, zwei Paragraphen nach links, ein, zwei Paragraphen nach rechts und schwupps... ...haben wir einen bewohnbaren Pferdestall. Oder wir machen hier alles glatt und bauen hier eine fette Villa drauf. Stinkt auch einfach nach Scheiße hier. Also ich habe ein Apartment. Also wenn das wirklich auf Diamonds geschrieben ist, dann gehört das nicht uns, sondern Till. Ja, dann lassen wir es so schreiben, dass es uns gehört. Hier könnte man was machen. Guck mal, links. Weißt du noch das Riesenhotel, was wir uns nachts mal angeschaut haben? Mhm. Ja, da gibt es auch keine Buden rein. Nein, okay, das ist der Eingang von den Tribünen, aber ich rede halt von dem Rondell da vorne. Besorgen wir uns eine Baufirma und die bauen dann da 3 Penthäuser rein oder sowas. Und dann sind das so runde Apartments. Ich hätte gern den Maceband Tower wieder. Ja. Den vermisse ich ein bisschen. Geilo. Oh, feiner Geilo. Seid ihr doof? Ja. Hallo, Ennis. Hallo. 19 Uhr hatten wir gesagt, ne? Nö, 18. Ja, 19 war bestimmt Ansage. Du hast es bestimmt vergessen. 18. Ja, du verdust dich bestimmt. Nee. Was genau wollten wir nochmal machen? Das habe ich auch vergessen. Es wurde sehr kalt, wir haben sehr gefroren, wir haben gesagt, wir müssen noch irgendwie ein bisschen durchhalten. Ja, denn der ist gleich da, der würde seinen Termin ja nicht verpassen. Ja, ach, wollten wir nicht die... Ach doch, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollen. Wir wollten eigentlich die Russo aus Wasser an Supermarkt rausdingsen. Meld dich einfach, wenn du irgendwas hast, ne? Okay, alles klar, bis gleich. Hab dich lieb, tschüss. Ja. Wie bitte? Telefon, Moment. Yep. Also... Hast du kurz Zeit? Du musst kurz Zeit haben, ist jetzt so. Ja, Also folgendes. Also wir müssen gleich reden wegen dem Marvin Roberts. Der ist nämlich gerade im PD, passieren lustige Sachen. Zweitens musst du jetzt kurz mal deine Frau retten. Die ist nämlich auf einem Date mit dem Herrn Anton Horn. Ja. Weil die versucht, irgendwas rauszufinden. Da hatte die ja drüber geredet. Sie hat aber absolut keinen Bock mehr, deswegen musst du jetzt rechts vom Pier unten, wo das hier. Wo die Yacht steht, da am Strand rechts sind die, glaube ich. Rechts vom Pier unten, da wo die Yacht steht, am Strand, glaubst du? Genau, da... Einer mit den Bewerbern hier bleiben. Ganz, alles gut, es ist ganz entspannt. Sie hat angerufen, sie möchte nur, sie hat keinen Bock mehr da drauf und möchte, dass du da hinfährst und ihn richtig zur Sau machst, sodass er nie wieder was von ihr möchte.
Also es ist alles entspannt, ihr geht's gut, okay. Kein Stress, aber du sollst ihn mal anschreien. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lass uns da vorher bitte mal drüber reden, weil wir sind auch noch, der ist mit zwei anderen Leuten hier. Das macht die Sache nicht besser. Kannst du dir davon Namen und sowas geben lassen? Habe ich alles. Ich wollte dir später sowieso noch alles ganz in Ruhe erzählen, aber das war alles diese Nacht und so weiter. Also zum Bier, ja? Zum Pier, ja. Wo genau? Sag nochmal. Let's go. Rechts vom Pier am Strand bei der Yacht. Rechts vom Pier am Strand bei der Yacht. Irgendwie Lagerfeuer. Okay, check. Mach mit dem anderen einen Termin aus. Irgendwas, Rabe. Das ist super wichtig. Der darf nicht. Es kitzelt mir in den Fingern, den da gerade einfach rauszuziehen. Nein, lass es doch. Der ist doch zu uns gekommen. Wenn der zu uns gekommen ist, dann hat er doch Vertrauen in uns. Dann sage ich ihm einfach, ich höre mir das an, was er zu sagen hat. Halte Rücksprache mit euch, lass mir eine Handynummer geben und dann bestelle ich den irgendwo hin. Und lässt du dir auch die Nummern und Namen von den anderen geben? Ja, habe ich schon. Alles gut. Okay, denn es gibt keinen Zweifel mehr, dass es ist. Alles klar. Das ist Bescheid. Okay, alles klar. Check, bis gleich. Super, ciao. Die Jungs sind so gut, ne? Keiner weiß, was Phase ist. Erst handeln. Dann fragen. Beste Leute. Schönen guten Abend. Was ist denn hier los? Hola! Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Was ist denn hier los? Ach, Herr Bartasch, wie geht's Ihnen? Herr Bartasch, die Frau Sammer hat sich verlaufen hierhin. Das war. Verlaufen? Wäre die von den Haien gefressen geworden hier. Die Haie kam hier an Land. Ja, und von. Anton hat mich gerettet. Digga, Anton, betrügst du mich da gerade? Will ich mich verlaufen? Wie betrügen? Du hast eine Freundin? Anton, du hast die Schnauze, ey. Wer hat denn gerade gesagt, dass du reden darfst? Stell dich hinten an, verpiss dich. Abflug. Zack, zack. Erklär mir das. Anton, was machst du hier? Abflug. Boah, das heißt gerade nicht, ob er schwimmen gibt. Was du hier machst, habe ich gefragt. Ja, ich mach hier ein bisschen. Mal, wie gesagt, Frau Sammer war hier so. Frau Sammer, ne? Sie waren hier. Guckst du mich an? Und ich wollte hier Feuer machen. Hängst du an deinem Leben? Ja, ich denke. Fang mit der Wahrheit an, ansonsten wirst du das hier nicht überleben. Frau Sammer, kommt mal ein bisschen auf Seite, bitte. Ja. Wie soll ich denn sagen? Die Wahrheit, Anton. Herr Bartasch, hier bin ich nicht immer. Ihr dürft gleich kommen. Was machst du hier? Ich hab hier gechillt. Und gechillt? Jetzt ein bisschen so hier zum Besitzen. Und mir ist so angekommen, dass hier ein Date mit meiner Frau stattfinden was? Soll. Was? Wer hat das denn schick die RS3 mal weg. Louis, was machen denn die Getränke? Komm, Abflug jetzt, Jungs, hier. Was ist mit euch? Hopp, hopp. Au, der Vater schaut sich bitte auf. Dann fang mit der Wahrheit an. Ja, gut. Aber Ryan... Was, ihre Frau kann das doch sagen. Sie hat doch hier Probleme mit Ihnen. Vielleicht, Ryan, wie soll ich dir das erklären? Anton! Ja, ich weiß wenn du mich, ja, wenn du dich ja meiner Frau noch einmal mehr wie 5 Meter näherst, dann werde ich dich jagen. Aber Herr Bartasch, ich... Dann werde ich bis an dein Lebensende werde ich dich jagen. Bartasch, die machen mir Angst, Herr Bartasch. Wer macht dir Angst? Die machen mir gerade ein bisschen Angst. Ich mach dir Angst. Ja, hören Sie bitte, die machen mir Angst. Ich hab noch gar nicht angefangen, dir Angst zu machen. Aber Herr Bartasch, ich hab gar nicht... Angst wirst du haben, wenn ich dich irgendwo verkehrt rum an die Decke gehangen habe. Das, Herr Bartasch, ich hab und wenn ich dich als Pinata benutze. Frau Schlammer, bitte. Und jetzt lauf! Oh nein, oh nein, oh nein. Lauf um dein verficktes Leben, Anton! Lauf! Gern geschehen. Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? So eine Bitte. Er okay. Hat gesungen, gespuckt und gesungen. Wir setzen gesungen. Dich am PD ab und dann gehen wir wieder zu unserem Bewerbungsgespräch. Ich schieß mich, ja. Aber ich dachte, wenn die Jungs mich da rausholen, dann will der das nächste Date mit mir und ich hätte mich... Die letzten 15 Minuten waren schon 15 Minuten zu viel. Sprich mit mir. Ja, wir fahren und reden gleichzeitig, du kennst das doch. Also ja, stimmt. Ich bin nicht der beste Autofahrer. Bin froh, dass ich weiß, wo der Gaspedal ist. Links. Vorsicht im PD, da sind die Psychopathen übrigens. Ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Sprichst mit denen gerade
Und wir haben seit gestern, wir müssen uns später treffen, Erkenntnisse, die das Ganze hundertprozentig machen, dass er es ist. Okay, check. Ja, die haben mich gerade angerufen, deswegen wollte ich auch relativ schnell raus und mir das andere anhören, was da los ist. Ja, ich muss mich zusammenreißen, da nicht einzumarschieren und die einfach kommentarlos abzuknallen. Bitte nicht. Denn wir haben hundertprozentige Erkenntnisse seit gestern. Ich höre mir das an. Ja. Ich danke dir. Jo. Ciao. Ich habe dir vor einer Minute gesagt. Ich hab es doch gesagt, ich kann den Mann lesen wie ein offenes Buch, ja? Wieso, warte? Ich habe Louis gesagt, er soll dieses Auto bitte dahin stellen, weil eine Parklücke erfordert, dass unsere beiden Autos kaputt sind, wenn du dazwischen parken musst. Hey, wieso steht doch? Keine 30 Sekunden später donnerst du mit deiner Karre in meinen ersten Martin rein. Würde die einfach nur mal auf mich hören. Okay, Alessio, los, komm mal ganz kurz zu mir. Sie. Oh, ich kann es nur unterhalten. Ich kann nicht mehr. Louis und ich haben seit gestern Nacht neue Erkenntnisse in dem Fall von dem Typen, dem wir die Finger abgeschnitten haben. Der ist kurz bevor die Briefe eingegangen sind. Der Typ meinte, als wir den zur Folter da hatten, dass der sich mit der Thompson, oder dass er sich mit dem Thompson schon seit 400 Jahren nicht mehr beschäftigt, sondern das letzte Mal da, als der eine Firma mit dem zusammengründen wollte. Fakt ist, wir haben rausgefunden durch die Sektenheinis, der ist einen Tag bevor die Briefe kamen, zu den Sektenheinis gegangen. Lass uns mal ganz kurz alleine, Kisma. Alles klar. Der ist einen Tag vorher zu den Sektenheinis gegangen, ja, und hat sich da nach seinem verschollenen Freund Thompson erkundigt. Das Ding ist, wenn du gerade frisch wieder da bist, erkundigst du dich nicht nach deinem verschollenen Freund Thompson, außer du gehst davon aus, dass er verschollen sein könnte und hast dafür Anhaltspunkte. Ansonsten gehst du ja davon aus, dass einer einfach noch nicht wach ist oder einfach mal einen Tag nicht aus dem Haus kommt. Sieh, das ist so korrekt. Also spätestens jetzt. Und vor allem, der ist mit zwei anderen gerade im PD. Da sind aber, also wir können nicht ins PD laufen und den da rausholen. Aber Rabe schreibt sich Namen, Nummern, alles auf von denen. Ich will mit euch jetzt gleich oben das mit dem Bewerbungsgespräch weitermachen und die observieren das PD. Sie. Okay. Jungs, ihr fahrt zum PD und fangt an, das PD zu observieren. Dieser Marvin von letztens, der ist da gerade drin mit zwei weiteren Leuten und spricht mit den Cops. Wenn der das verlässt, so unauffällig wie irgendwie möglich. Okay. Also, links neben dem PD ist doch dieses Parkhaus, wie das von da am besten. Wie ihr das macht, ist egal. Hauptsache jetzt. Ja. Genau, okay. Hauptsache die Bullen kriegen davon Kevin. Keine Gnatze, der war auch den DG4. Was geht ab, Azekas? Was geht? Alter. Was? Wir sind gleich bei euch, wir wurden gerade unterbrochen, wir müssen eben ganz kurz unseren Bewerber noch sagen, dass wir sie nicht nehmen. Wir kommen gleich wieder. Alles klar.